Hallo und willkommen zurück zu Death of Extinction und wir werden das Ganze jetzt nochmal machen mit den Swashbucklern. Und ich nehme mal an, dass die Mission, ich die jetzt immer wieder bekommen werde, bis ich das irgendwann mal schaffe. Just run to an unguarded sub carefully. Raid the captain's safe before leaving. Steal some equipment before leaving. You get stopped on the way out by a fellow marauder who grabs your equipment and alerts the other pirates. You make it to a sub and manage to escape, but they overtake you. But they overtake you a few kilometers from the base. Ah, okay. Wir haben direkt mal einen Kampf. Was aber jetzt auch kein Drama ist, weil wir ja sowieso unsere Charaktere stärken müssen. Oh! Okay. Enemy spotted. Wenn die natürlich jetzt direkt einen umbringen, habe ich auch ein Problem. Aber ich bin zuerst dran und jeder kann jetzt Granaten werfen. Mhm. Und das scheint jetzt ganz gut extra Material zu geben. Naja, es spielt da auch keine Rolle, weil wir eh angeschossen werden, ja. I'm hit. Ja, evacuate. Wir haben 4 Credits. Go, go, go. 5 Credits. Und nochmal Credits. Und wir haben jetzt ziemlich easy Erfahrungspunkte bekommen. Okay. Warehouse. Equipment and supplies were stored here. Mhm. Dann gehen wir da mal hin. The refugees once had homes and lives, but now alive live in a fortified platform. Always on the lookout for android invaders in the surrounding waters. Approach the civilians. The civilians here look like they have seen some rough times. After speaking with them, you strike up a deal to give them a bit of food and fresh water in exchange for credits. Hm, okay. Habe ich aber, glaube ich, jetzt auch Erfahrung für bekommen, weiß ich jetzt nicht. Habe ich nicht gesehen, nicht drauf geachtet. Surrounding the merchant platform, you see the wreckage of pirate subs and androids. Not normally an inviting sight, but in this part of the sea, supplies are hard to come by. You go inside and are surprised to find an android that makes enthusiastic noises as he shows you his goods. Ja, nur dass wir davon nichts kaufen können. Scans are coming back negative. Before something destroyed it, this facility was used by someone to make armor. Now it is full of feral androids intent on killing anything that moves. Explore the plant. You approach the facility and it seems that the airlock is unguarded. This is a prime place to find something useful. Mm. Dann gehen wir erstmal rechts rein, damit die nicht von hinten dann wieder rankommen. Und da haben wir auch direkt wieder so ein Turret-Dings. Da sollten wir uns also auch direkt mal so hinstellen, dass wir weiterlaufen können. Heading out. Da ist auch so ein Turret-Ding. In position. Let's go. Targets acquired. As you wish. Got your six. On your guard. Ist ja nichts, aber da ist auch wieder ein Geschütz. Wow. Okay. In position. Musik ist irgendwie gerade sehr leise geworden. Let's go. Targets acquired. Das ist ein Bomber. Ah,
I'm hit. Ja. Requesting support. Dadurch, dass wir aber halt hier diese Piraten haben, gibt es ja auch keine Möglichkeit, dass man sich irgendwie verbessert. Requesting support. We're under attack. Also besser wird's nicht, so gesehen. Move. Keep them coming. Go, go, go. Credits. On the move. Naja. Den erreiche ich nicht. On the move. Der wird von dem angeschossen. Das ist anscheinend nicht so eine tolle Deckung. Heading out. On your guard. So, 80. Aber das hier wird immer noch dünn sein. Ja, nichts. Reload, der kann ihn wahrscheinlich aber auch nicht gut treffen, ja. Go, go, go! So. Hurrah! Got your six. Mhm. Der hätte jetzt halt dieses zweimal laufen. Oh. Und die ist auch noch als erstes jetzt dran. Na, das ist fies. Dann wird der jetzt wohl da zu Klump geschossen. Na, die ist eher das Problem. Das kann ich ja noch nicht einsammeln. Okay, dann laufen wir wieder zurück. Go, go, go! Aber gut möglich, dass da jetzt auch Gegner go, go, go. Aufgetaucht sind. On the move. Reload. Dead man walking. Nee. Okay, das heißt, da können wir jetzt einfach dran vorbeilaufen. Who needs a bandage? As you wish. Kann aber natürlich dann auch kritisch werden, wenn das Ding dann gleich losgeht. Vielleicht sollte ich mich auch dahin positionieren. Das hier ist allerdings verhältnismäßig klein da unten. In position. Okay, das sieht gut aus. Target acquired. Den haben wir noch nicht getriggert. Du brauchst ein Bandage. In Position. Drei Stück. Throwing Grenade. Mhm. I need a medic. Da ist aber auch wieder einer mit vielen Netpoints bei.
Und der kann sich aber jetzt auch nirgendwo in Deckung begeben. Von da oben kommen die Geschütze wahrscheinlich dann gleich wieder. Also das Sinnvollste, was der machen kann, ist drauflaufen und den exekutieren. Ach, das sind zwei. Und der brennt. Oh je. William. Dead man walking. Aha. Move. Oder out fire, dann kann er sich nicht mehr bewegen. Damit ist er tot. Naja. Sonst wäre abgebrannt. Also wäre so oder so nicht so optimal gewesen. I need a medic. Keep him coming. Requesting support. Ja, ich schätze, damit ist das Abenteuer auch schon wieder vorbei. Bin mir noch nicht so sicher, was ich hier besser machen muss. Oh. Debug Mode Engage. Das Problem ist natürlich jetzt hier auch, wie gesagt, ich bekomme nichts dazu. Also. Es wird nicht besser. Die einzige Chance, hier quasi weiterzukommen, wäre eventuell in die Mission reinzukommen, ein bisschen Erfahrung zu sammeln und dann wieder zu fliehen, bevor man im Arsch ist, wäre auch noch eine Option, weil die haben viel zu viele Hitpoints. Das würde ich niemals anders besser hinbekommen. Also die sind einfach, das sind einfach besser ausgerüstete Charaktere auch. Ja, den kann ich jetzt auch nur quasi umpusten lassen. Requesting support. Getting low in ammo, hast du sowieso nur den einen Schuss. Der wirft ja noch die Granaten. Requesting support. Eben. Das sind Granatenwerfer, wie es aussieht. Hurra! Requesting support. Na, laden. Ja, und das hier wird wohl nicht treffen. Und damit kriegt ihr jetzt eine Granate ab und ist tot. Also noch nicht, aber... I'm hit. Ja. Let's go. Requesting support. Das konnte nicht gut gehen. Ja, also dann ist die Taktik jetzt. Ja. Moment, muss man gerade was aufschreiben. Da reinzugucken und die Mission eventuell einfach abzubrechen.
Steal some equipment. You get stopped. Ja. Mhm. Target acquired. Weil das ist anscheinend ja auch ein guter Anfang. Da werfen wir einfach die ganzen Granaten drauf wieder. Fire in a hole. Mhm. Fire in the hole. Go, go, go. Throwing grenade. Die werden ja eh nachgeladen. So. Requesting support. Dann sammeln wir deren Krams wieder auf. On the move. Mhm. So. Food was grown here one time. A former Android manufacturing center. Gehen wir mal dahin. Aldrich suggests good armor used to be manufactured in this facility, but it looks like it was overrun by androids sometime in the recent parts. Explore the plant. You approach the facility and it seems that the airlock is unguarded. This is prime place to find something useful. Mhm. So, das heißt, wir werden uns da jetzt ein bisschen umsehen. Und vielleicht auch ein paar Leute umbringen. Also das Problem ist jetzt hier schon. Drei Eingänge. Immerhin sind hier keine Gegner. Ah doch, da konnte, wird einer kommen und da auch. Vielleicht sollten wir die auch als erstes erschießen. Die können wir ja rausholen. Ist aber ja auch nicht ganz einfach. Die werden wahrscheinlich beide gleichzeitig rauskommen. Probiere ich mal. So. In position. Ja. Requesting support. Genau. 100%. Ja, 4 Schaden. Requesting support. Okay, aber nur der eine. Das ist gut, weil dann können wir jetzt auch einfach rüberlaufen und das andere auch noch machen. Okay. So viel dazu. At once. On the move. Möglichst nah dran. Hurra! Requesting support. Requesting support. Okay. Er ist natürlich jetzt auch schon dann nicht ganz so optimal. 34%. Der hat auf jeden Fall die bessere Deckung. Ich könnte versuchen, da durchzulaufen und nach oben. Ja, wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Keep them coming. As you wish. Die haben aber auch eine hohe Reichweite. 44. Sehr gut. Mhm. Let's go.
0-0. Heading out. Ja, die kann da eigentlich so nichts machen. Die treffen auch noch jedes Mal. Ach, noch Ammo. Reload. Requesting support. Der ist noch komplett voll. Meine Leute sind alle am Wegsterben. Ja, das ist eigentlich auch schon wieder dann vorbei. Das war gerade der Beste. Dann lasse ich die beiden jetzt auch töten. Das sind einfach brutal starke Gegner. 7 Schaden mit einem Schuss. Also gut, war ein Critical und der schießt wieder die Granaten. Die sind einfach fies. Requesting support. Naja. Ja, no bonus earned. Ist ja ein Ding. Mhm. So. Wir machen mal Raid the Captain safe. You leave the door open and a guard comes in to investigate. You have to kill him and escape. But the alarm was sounded and a crew overtakes you a few kilometers from the base. Mhm. Target acquired. Naja. Fire in the hole! Jo. Throwing grenade. Könnte ich auch mal mit diesem Buff versuchen. Vielleicht macht er auch die Granaten stärker. Ah, okay, das ist eine Aktion. Ich dachte, vorher wäre das keine Aktion gewesen. Na gut. Aber, zum Beispiel mit einem Schuss, okay. Heading out. Mhm. At once. So. Equipment and supplies were stored here. Though you don't understand it, it appears a facility exists to manufacture armor here. Sensor readings indicate signs of movement, but not signs of life. Proceed with caution. Ja, vielleicht müssen wir auch einfach nur an allem vorbei. You approach the facility and it seems that the airlock is unguarded. Das ist, ja, genau, ist wieder ein guter Platz zum Sterben. Okay. Okay, hier ist auf jeden Fall alles, fast alles sicher. Da ist ein Gegner-Dingens. Nach Süden kommen wir aber so durch. Mhm. Moment. Deadwood. Das ist der, der am schnellsten laufen kann, der da aktuell ausgewählt ist. Dann lassen wir den da unten. Den da stehen. Den da stehen. Got your six. In position. Let's go. Enemy spotted. Mhm. Ja, habe ich natürlich genauso hingestellt, dass das nicht funktioniert. Vielleicht erschieße ich den direkt. Ne. Okay. Hm.
I'm hit! Got your six. Ah, das ist wie so ein Granatenwerfer. Hurrah! Requesting support. Ah, da kommt auch noch. Den habe ich nicht gesehen, aber der ist eigentlich weit weg. Jetzt weiß ich nicht, ob die gegeneinander kämpfen. Naja, anscheinend schon. Vielleicht ist es gut, wenn wir da jetzt die Flucht nach vorne wagen. Throwing grenade. Da müssen sie sich da vorne. Was zur Hölle war das? Na, dann kann ich die auch schon wieder in den Tod schicken. Die sind einfach brutal stark. Ja, oder ich muss wirklich nur zwei, drei Gegner töten. Vielleicht sogar mit Granaten einfach umwerfen. Weil, ich meine, das sieht man ja hier. 7 Schaden, was soll ich denn da großartig machen? Und die swarmen gerade. Ich habe keinen Rückzugsort, weil die mich da direkt umpusten. So, tötet mich. Mhm, mit einem großen Wumms. Ja. Ja, ja, ja. Mhm. Ist okay, dann machen wir mal einen anderen Versuch. Machen wir wieder, some equipment. You grab some equipment and no questions as you walk to the sub, okay? Yes, sir. Dann haben wir jetzt irgendwas bekommen. Eine Harpoon. Das war's. Das hat's dann auch nicht gebracht. Aber wir haben 100 Erfahrungen bekommen. Das ist auf jeden Fall ein Anfang. Former Android, also gut, dann haben wir halt den Kampf nicht. Equipment and supplies were stored here. Try to move away. A facility this old has clearly been picked clean already and is not worth your time. Wir gehen einfach mal durch. Vielleicht muss man ja auch gar nicht mit irgendwem kämpfen. Dann wäre das natürlich schnell erledigt, aber bezweifle ich irgendwie. When you get close to see a few human look, you see a few human lookouts wave to your sub from behind the glass. They seem eager to hear news from the outside world. Approach the civilians. The civilians here look like they have been, they have seen some rough times. After speaking with them, you strike up a deal to give them a bit of food and fresh water in exchange for credits. Android Assembly. Androids stand on top of a smoking facility, staring silently out to sea. The only way in is through them. Attempt to pass by. As you pass, you hear a strange metallic shriek. Moments later, a group of mad androids burst through the windows in the facility, unconcerned that it's taking on water to fire on your sub. It takes some damage. Ah, okay. Das wird ja hier noch nicht mal angezeigt. Keine Ahnung. Ich glaube, vorher wurde mir angezeigt, wie viel Ding das hat. Aber wie viel Hitpoints. So. For a pirate, the idea of finding a permanent home on a shifting season impossibility, which makes seeing a pirate base all the more surprising. Sneak in and search for items. Slowly you make your way towards the pirate base, carefully to avoid detection. Finally you find a dock around the back. Time to get in. Take what you can and get out before they notice you. Okay, dann machen wir jetzt einfach mal. Gucken wir mal. Ich meine, das sind ja diesmal auch keine Roboter, das heißt, die werden mich nicht so super schnell töten wie die anderen. Und hier kommen auch keine bösen Dinger aus dem Boden. Also, das ist auf jeden Fall besser.
not your six. Also diese Roboter sind auf jeden Fall das Übelste, was bisher so passieren kann. Target acquired. Da are the bulls. All hands on deck. No way. Mm-hmm. Requesting support. Was? Ich wollte ihn angreifen. Dass er dieses Menü da aufgemacht hat. Sehr seltsam. Requesting support. Nee. Requesting support. Warcry. Na, den könnten wir auch machen. Ah ne, Moment, der muss nachladen. Mhm. Requesting support. Na. Ja, machen wir den hier. Okay. Dann müssten wir in Sicherheit laufen erstmal. Heading out. At once. Der macht Overwatch. Ja, gut ist das auch nicht. Requesting support. Requesting support. Na, Requesting support. Niemand hat getroffen. Requesting support. Keep them coming. Requesting support. Requesting support. Das ist natürlich ein bisschen offen. Oh, okay. dann läuft der am besten mal weg und lädt nach. Der lädt nach und erschießt den. Requesting support. Der lädt nach und schießt auf. Nein, der macht Overwatch. Der kann schon ziemlich weit laufen. Dann versuchen wir den jetzt direkt umzuschießen. No way. Requesting support. Requesting support. Naja, aber das Problem ist natürlich immer, wenn ich in einem Zug nicht laufen kann, weil ich nachladen muss, dann ist man so ein bisschen eingeschränkt, was die taktischen Möglichkeiten betrifft. Jo, aber das hat ja noch gut funktioniert. Mhm. Nach unten ginge es auch. Vielleicht sollten wir da auch zuerst hin, weil das nur ein so ein Ding ist und zum Hin- und Herlaufen. On your guard. Heading out. As you wish. Da ist wahrscheinlich sogar das Ziel dann drin. Mal gucken. Wir sollen ja investigaten. Let's go. Got your six.
In position. Uh-huh. On your guard. Oh. Der scheint aber dann nicht von unten zu kommen, sondern im Raum zu sein. Heading out. Ja. In position. On your guard. Na, die sind wieder im Raum. Die muss man dann entsprechend mit Granaten umputzen. Targets acquired. Aha. Der hat allerdings da auch keine Deckung. Der geht mal genau in die andere Richtung. Lässt die da oben. Aha. Ja, reload. Oh, sehr schön. Da machen wir jetzt noch nicht viel. Overwatch. Okay, da konnte der gar nicht weiterlaufen. Immediately. 7%, ist auch ein bisschen dünn. So. Go, go, go. Requesting support. Keep them coming. Null. Requesting support. Nee. Ja, das Problem bei dem ist natürlich jetzt, dass der den nicht mit einem Angriff töten kann. Das heißt, da gehen wir lieber weg, lassen den nochmal reinkommen. Da... Ja, sehr gut. Requesting support. Requesting support. Requesting support. I'm hit. 2. Lock and load. Die stehen natürlich jetzt auch schlecht. As you wish. Lock and load. 6%. Mal den, ja. So, weg mit dir. Na, wieso kann ich jetzt hier nicht doppelklicken? Ach so, reload. Nevermind. Okay. On the move. Loot sammeln. At once. Lock and load. Okay, das war anscheinend nicht das Ziel. Dann gehen wir mal weiter nach links oder Westen, falls das Westen ist. Aber ja, das ist auf jeden Fall deutlich einfacher. Six. Indeed. On your guard. Move. On your guard. Ein bisschen blöd ist, dass man hier quasi überhaupt nicht sieht, wie viel tatsächlich da an Hitchance, an Reduktion stattfindet.
Vielleicht macht es da auch mal Sinn, den Entwickler zu fragen. Weil so weiß man ja im Grunde nicht, ob das überhaupt einen Einfluss hat. Es könnte genauso gut die Deckungschance um 1% erhöhen. Dann würde man ja aber nicht merken, außer wenn man selber eine Testreihe durchführt. 0%. In position. Immediately. Ja, warten wir mal. Gucken wir mal, was der anstellt. Das ist ein Sniper, wie es aussieht. Reload. Nehmen wir den hinteren. Requesting support. Es sind sowieso ja nur zwei. Dann nehmen wir hier die Granaten. Falls das nicht sogar die letzten sind. Was ist hier die Trefferchance? Zu niedrig. Mit der Granate haben wir aber... Das ist gut genug. Ja. Und ist auch ein bisschen dünn. Werden wir aber. Requesting support. At once. Jo. In position. War cry. Den haben wir wahrscheinlich da mit einer 100% Chance. 79. Au! Okay, das war schlecht. Aber natürlich einfach Pech. Crit. Naja, gut. Aua. Der läuft mal weg. I need a medic. Der kann den nicht treffen. Ja, der ist jetzt ein bisschen sehr gefährdet. Der hat aber die Granate. Ach komm. Alles muss raus. So. Immediately. Need medic. Kann man gut vorstellen, dass das der letzte war. Ne, da unten haben wir auch noch ein Ding. Da scheint nichts zu sein. I need a medic. Got your six. Da kann man nicht durch, also müssen wir hier durch. Need medic. Das hier ist ein guter Schutz. Was wir machen könnten, wäre unten die Kiste anzugreifen, um zu die rauszulocken. Falls die denn da rauskommen. Requesting support. Falls da überhaupt jemand drin ist. On your guard. Jedenfalls scheinen die sich da. Ich guck mal, bis ich die Kiste treffe. Ja. Aber anscheinend ist da niemand. Oder, ja, sind halt nicht beeindruckt. On the move.
Doch, da ist noch jemand. Aber auch nicht hier, oder? Nee. Immediately. Ja, also muss da drin sein. Der geht mal auf die andere Seite. On your guard. Der macht gleich die Tür auf. Immediately. Let's go. Ja. Ach shit, das war das Falsche. I need a medic. Naja, da kann ich ja jetzt einfach so lange abwarten. Bis sein Cooldown wieder unten ist. Got your six. Dead man locked. In position. On your guard. I need a medic. On your guard. So, was ich machen wollte, war den hier. Warcry. In position. In position. Target acquired. Target acquired. Und der hat Overwatch an. Move. Aha. Null. Dann machen wir den. Nee. On your guard. Da warten wir lieber ab. Reload. Keep them coming. Ja, das waren sie. Keep them coming. Need medic. Und das war dann auch das Level hier. Jo, das hat ordentlich XP gegeben. New Item, 100 Credits. Okay, dann fahren wir jetzt da mal weiter. Gestiegen sind die aber nicht. Da brauchen wir noch eine Ecke mehr für. Leave this area. Jawohl. Swashbuckling is live. Pirates wanting to join the public. Ja, das ist unser Ziel. Das ist was Pokéball. Tempest Haven. Fallout from the wall makes this area hazardous. Wir gehen einfach mal hier weiter. Direkt. Gold Deep. No single faction controls this area. Wir haben ja auch nur 6. Das könnte damit dann sowieso knapp werden. Wahrscheinlich müssen wir sogar hier auch Sprit finden oder kaufen, weil wir ansonsten das gar nicht schaffen. Rumors of the mad machines in this region scare away most rational people. Pirates, however, are not rational people. Sneak in and search for items. Slowly you make your way towards the pirate base, careful to avoid detection. Finally, you find a dock around the back and make your way inside. The inside of the facility is eerily quiet. It doesn't take long to see why. The machines destroyed the pirates long ago. They don't move to attack, and you cautiously take some equipment and get out. Oha! Camo Armor. What is it? Yes, sir. Yes, sir. Nice. Dann. Uniform. Camo Armor. Cover Bonus und Health. Equip. So, und du bist gestiegen. Als 2 Punkte könnten wir auch das machen. Run and Shoot. Was vermutlich auch gar nicht so blöd ist. Aber Hitpoints sind halt auch wichtig bei denen. Mit den Waffen. Das hier bringt nur Movement. Ne, ich mach das. Level up. Jawohl. Okay, da muss ich aber jetzt auch erstmal einen Schnitt machen.
Und da habe ich doch eben wieder 7 gesehen, oder? Pirate. Oder muss man hier an einer bestimmten Stelle die Maus halten? Das ist ja blöd. Okay. Health ist links unten. Naja. Okay. Na gut, dann mache ich hier erstmal einen Schnitt und dann werden wir beim nächsten Mal weitersehen. Also bis denne.